Moin, moin und herzlich willkommen. Wir haben heute für euch ein besonderes Event und mit dabei ist der Virus. Hallöche Camillo! Jo, grüß dich. Und zwar wurden wir, ja, eingeladen kann man ja schlecht sagen zu einem Event, sondern wir wurden gefragt, ob wir ein Event machen wollen, beziehungsweise bestehend aus mehreren. Und zwar geht es darum, alte Boliden zu fahren. Und wir fangen heute, also wir gehen von neu nach alt, nach dem Motto. Und wir fangen heute mit dem 2010er Red Bull Racing RB6 an von Sebastian Vettel damals. Ja, Und ja. okay, ja. Wir haben das nicht großartig abgesprochen, deswegen Daniel hat rausgesucht, dass wir müssen, weil wir das als Produkttest kriegen, müssen wir gewisse Vorgaben jetzt machen, die uns gegeben haben. Und das ist jetzt das Erste, das haben wir uns jetzt ausgesucht. Und sagen, ja, lass uns loslegen. Das erste Rennen, Formel 1 2017. Yeah, Sponsoring bei Codemasters und Osiris. Genau, und das ist jetzt erstmal auf in Österreich. Wir machen eine einfache Strecke und eine schwere Strecke. Und wir machen jetzt erstmal eine einfache und zwar Training in kurz. Kürzer kann man es leider nicht einstellen, das wird aber keine 30 Minuten sein. Dann kurzes Qualifying, das passt genau in diese 10 bis 12 Minuten. Und dann halt eben Renndistanz 25%. Dann Bolidenleistung auf realistisch und so weiter, wie ihr das schon kennt. Und dann würde ich auch mal Würde sagen. ich sagen, Daniel, wie wäre es, wenn wir mal eben kurz die Einstellung mit reinnehmen, was wir die wir drin haben oder die Einstellung, die wir drin haben, die wir fahren? Interessiert die Leute bestimmt auch. Weil die steht ja da. Wo steht die? Unten eigentlich mit drinne, aber egal, dann blenden wir es halt nochmal ein, wie halt, wie auch in der Karriere halt eben auch. In der Online-Season, Fahrzeug Benutzer definiert, Bremsassistent aus, Anti-Blockiersystem an, Traktionskontrolle Mittel und dynamische Linie Kurven und den Rest, ne, kennt er ja. Ach, ganz links steht das ja. Ach so, ja. Ja, Gut. gut. Ja, wenn ihr die Einstellung auch so habt, lasst es mich doch mal wissen. Vielleicht habt ihr das ja mit irgendwelchen Verhelfen an. Ja, ich würde sagen, lass uns loslegen, oder? Mach dich bereit. Los Genau, geht's. ich bin bereit. Sonst wird zu viel Zeit vom Training abgenommen, aber die rechnen wir jetzt einfach mit drauf, weil erste Video. So. Und dann gucken wir doch mal, was Österreich uns so Nettes bringt. Auf jeden Fall, die Autos lassen sich ganz anders fahren, ist nochmal ein komplett anderes Thema. Auf jeden, ey, auf jeden. Und da sehen wir es auch schon. Gucken wir direkt mal nach dem Wetter. Sonnenschein. Bewölkt. Oh, kein Regen. Sehr schön. Strecke ist Glück aktuell noch gehabt. ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Ja, Gefühl wen für habe die ich denn als Strecke zu Teamkollegen? bekommen. Ach so, schon wieder die liebe Sophie Levasseur. Sophie. Hallo, Miss Sophie. Hallo, Mr. Winterbottom. Ich rutsche jetzt aber nicht über einen Tigerfell. Yes, we every here, Sir James. Jetzt ist er weg, The jetzt sind wir same überall. procedure at every year, James. Ah ja. So, dann wollen wir auch mal loslegen, bevor wir hier ab. Aber kommt auch bald wieder im Fernsehen, Dinner for One, ja. Ja, genau, kurz vor Weihnachten. Naja, mehr so auf Silvester, eher so oder kurz vor Silvester. Und natürlich die Ekel Alfred, ein Herz und eine Seele. Oh Okay, das ja. ist Punsch, du dusselige Kuh. Aber dann gucken wir doch mal. Erstmal. Ja, wie ihr seht, wie schmal das Auto ist und wie schmal die Reifen sind im Vergleich zu den 2017ern, das ist schon. Und der Sound, der ist episch irgendwie. Richtig so, dieses Ding, so wenn man mit einer Kreissäge irgendwo was sägen würde oder mit einem Bohrhammer und dann hast du Ja. dieses ekelhafte Geräusch. Kann man mit den neuen nicht mehr vergleichen, deren Sound. Und vor allen Dingen muss man aufpassen, bei den Karren ist das noch so, auch ohne diese Lenkhilfe an, die Karren, die stehen sofort quer. Da muss ich ja verdammt höllisch aufpassen. Das ist das. Aber so einer Strecke wie Österreich ist das alles noch Daniel, human. hast du auf die Uhr geguckt wegen der Länge? Ja. Steht, Okay. wird mir unten, wird ja unten von OBS angezeigt. Alles gut. Wir haben jetzt 4 Minuten 30, aber wie gesagt, weil wir ja vorher viel erklärt haben, machen wir ruhig ein bisschen länger. Na, schnelle Runde schon wieder den Ausgang der Kurve versaut. Mal gucken, ob das noch was wird.
Ja, für die, die Formel 1 noch nicht spielen, also das Lilane, was hier auch auf der Strecke links unten angezeigt wird, ist dann meistens das Teil, den ihr ziemlich gut gemeistert habt. Ja, den ihr nicht ziemlich gut gemeistert habt, sondern da seid ihr am schnellsten gewesen, ganz einfach. Ja, dann wird die erste Kurve voll vergeicht. Ja, dann ist meistens schon... Deswegen, ich habe auch gerade die erste Kurve vergeicht. Und da fehlen einem dann sofort dann die Sekunden und dann kannst du schon vergessen. Ja, beziehungsweise Hundertstel bist du ja dann schon. Das ist schon. Das geht ganz schnell. Dann hat man nicht, wenn man zu spät bremst, dann hat man auch schon einen weg. Allerdings. Oh nein! Karre kaputt! Da war er vorbei. Okay. Das ist prima. Da muss der Daniel euch noch, muss der Camillo euch noch ein bisschen unterhalten für eine Runde oder so. Ja! Wenigstens habe ich wenigstens in der Zeit 1:11 rausgeholt. Mal gucken, wie lange sie hält. Ja, bei dir sowieso nicht. Wo wir das vorher ein bisschen geübt haben und OBS einzustellen, mit einem richtig schönen, guten Sound und Qualität, hat der Daniel bei ihm 1:9 hingeledert, die Sau. Mal gucken, ob ich das wieder hinkriege. Ich glaube nicht dran. Oh, der Sound, wenn man das so hört, ey. Ja. Aber wie schick die alten Karren aussahen. Na, die Kurve war nicht so gut, aber reicht immer noch. Ja, ich schau dir gerade zu. Oh. So ist es zu langsam. Na, alles gut. So. Ich bin immer noch in der grünen Zeit. Okay. Herrlich. Jawohl, da kommt er so richtig zum Ziel. Die Kamera wackelt. Und? 1:10, schade, wird keine 1:9 mehr. Ja, wir haben immer noch nicht unsere Zeit voll, da muss ich noch eine Runde fahren. Ah, ich muss ja eh Richtung Box, dann Boxenstopp. Nee, schauen wir mal, Benjamin Opas. Ja, die fahren irgendwie alle, fahren die Red Bull. Das ist sehr interessant. Ja, muss ja. Ist ja für das Event, habe ich das ja extra so eingestellt. Alle die gleichen Chancen haben. Das ist ja deswegen so ein Spezialevent. Sophie, Aaron Bernas. Oh, da ist in der Boxengasse. Sieht man wenigstens mal was anderes aus, als nur die Rennstrecke. Wilhelm Kaufmann. Okay. De Vili. Marie Lausen. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen mit der Boxeneinfahrt, so wie überall auch. Ich versuche das jetzt mal so wie die, mal so da rein zu heizen. Ne, hat nicht ganz geklappt, aber... Julian, Noah Fisser, Noah der Pisser. Oh, der ist auch in der Boxengasse. Guck, da ist gerade lauter Camillo reingefahren, kann das sein? Genau. Habe ich ja rechtzeitig rübergeschaltet. Wow! Also Glück, dass jetzt einer in der Boxengasse. Ich habe gar nicht drauf geguckt links. Okay. Wenn wir die Zeit jetzt im Qualifying auch wieder so hinkriegen würden, wären uns Platz 1 und 2 schon mal sicher. Da bin ich mal gespannt, Oh, wie geil das mit den Reifen aussieht, ob die schon Abrieb haben oder sowas. Man kann das richtig gut sehen. Haben sie richtig toll gemacht. Und es braucht noch nicht mal große Grafikanforderungen. Das ist ja das Geile an dem Spiel und sieht trotzdem super aus. Volvirus? Oh ja.
So, jetzt muss ich wieder ewig warten, bis ich gucken kann. Gucken wir nochmal schnell auf die Session-Info, dann passt das von der Zeit auch direkt her. Mehr als zugucken kann ich jetzt nicht machen. Tut mir leid. Genau, ich gucke mal eben schnell auf die Zeiten und dann können wir weitermachen. Ja, bis auf den dritten Sektor waren wir überall schneller. Im dritten Sektor war dann der Virus wieder besser. Und ansonsten sind wir durchschnittlich über eine Sekunde schneller wie der Rest. Gut, beziehungsweise 2 Sekunden schneller wie der Rest. Und das ist doch schon mal eine super Sache. Gut, viele sind noch nicht gefahren, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann gleich im kurzen Qualifying wieder. Und schauen wir mal, was wir da reißen können. Bis später. Alles klar, tschüss.